Eigentlich gibt es für die Aktienmärkte keine guten Nachrichten derzeit, aber sie fallen nicht, sondern steigen sogar latent weiter, setzen also diese Erholungsrallye fort. Warum ist das der Fall? Nun, die Stimmung ist schlichtweg zu bärisch, die Positionierung ist schlichtweg noch zu bärisch, als dass wirklich jetzt derzeit etwas nach unten kommen könnte. Hedgefonds sind massiv short, Privatinvestoren sind extrem bärisch eingestellt, sind unterpositioniert oder sind zumindest nicht bereit, jetzt nachzukaufen, wenn sie schon stark positioniert sind. Und so entsteht praktisch eine Art Short Squeeze, der sich auch von für die Aktienmärkte eigentlich schlechten Nachrichten nicht mehr aufhalten lässt. Und die Frage ist, wie weit geht das Ganze? Wie weit geht diese Erholung? Ein bisschen Luft ist nach meiner Auffassung noch, bevor dann wahrscheinlich noch mal eine nächste Welle nach unten kommt mit der Berichtssaison. Die startet Mitte Juli, die startet also in einer Zeit, wo die saisonal günstige Phase, die wir jetzt derzeit ja sehen, es ist die günstigste saisonale Phase für die Aktienmärkte des ganzen Jahres, diese ersten 2 Wochen im Juli, bevor dann also diese Periode endet. Dann kommen die Unternehmensergebnisse, dann werden die Karten neu gemischt. Nächste Woche haben wir die Inflationsdaten und faktisch könnte man sagen, die Märkte wetten auch jetzt gegen die Fed und andere Notenbanken, dass sie die Zinsen gar nicht so stark anheben können. Erstens. Und zweitens, dass vor allem in den USA die Inflation nicht noch deutlich weiter steigen wird, sondern tendenziell weiter fallen wird. Wir haben jetzt seit Tagen, seit Wochen rückläufige Benzinpreise in den USA. Wir sehen, dass Nachfrage deutlich abkühlt in vielerlei Hinsicht. Wir sehen, dass die Lieferzeiten sich verkürzen und, und. Und wenn man all das zusammenzählt, dann kommt man darauf, dass vielleicht das Schlimmste in den USA, zumindest in Sachen Inflation, bereits überstanden ist. Europa ist eine ganz andere Geschichte. Schauen wir uns die Dinge doch mal an. Wir hatten heute die Arbeitsmarktdaten. Und derzeit ist es ja so, Good News is Bad News und Bad News is Good News. Good News ist, wenn schlechte Nachrichten kommen, weil dann die Logik ist, okay, dann kann die Fed und wird die Fed nicht so stark die Zinsen anheben. Insofern waren die heutigen guten Arbeitsmarktdaten eigentlich schlechte News und die Aktienmärkte sind auch gefallen zunächst. Die Renditen sind gestiegen. Der Dollar ist gestiegen, eigentlich eine Mischung, die den Aktienmärkten nicht so schmeckt. Aber dann ging es dann nach einem kurzen Rücksetzer gleich wieder nach oben, obwohl die Stundenlöhne zum Vorjahresmonat sogar noch einen Ticken höher waren als erwartet. Dann Aussagen von gestern Nacht und heute durch Fed-Mitglieder Edward Waller, der sagt ja, der Anstieg der Hauspreise in den USA in den letzten beiden Jahren sei insane gewesen, ungesund gewesen. Der sagt, wir versuchen nicht, den Hausmarkt oder die Rohstoffmärkte zu crashen. Das wird so nicht passieren, sagt er, aber wir müssen unbedingt die Inflation unter Kontrolle bringen. Und das bedeutet, dass wir aggressiv sein müssen in Sachen Rate Hikes. Und Bostic hat heute gesagt, San Francisco Fed-Chef, ja, nächste Sitzung dürfte eigentlich dann ein 75 Basispunkte Zinsschritt kommen, also 0,75%. Alles eigentlich nicht Texte, die zwingend Aktienmärkte hören wollen, aber man ignoriert das. Es ist entweder eingepreist oder man sagt, ja gut, lass sie doch jetzt diesmal nochmal 0,75% die Zinsen anheben. Sehr viel mehr wird da nicht kommen. Und schlechte Nachricht für die Aktienmärkte jetzt auch in Sachen Bilanzreduzierung. Wir sehen jetzt erstmals, dass die Bilanz der Fed wirklich zurückgeht. Wir haben jetzt einen Rückgang von immerhin schon 75 Milliarden Dollar vom Peak. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel, aber die Tendenz wird eben weitergehen. Jetzt ist also der Zeitpunkt da, wo wirklich jetzt die Bilanzschrumpfung schon sichtbar ist. Hier sehen wir diesen kleinen Spike nach unten. Damit ist der permanente Anstieg auf 9 Billionen Dollar bei der Fed-Bilanz jetzt erstmal vorbei. Und das wird also weitergehen. Jetzt sehen wir hier etwa diese Fragestellung. Ich muss das hier mal gerade zurechtrücken, was ich da verrückt habe. Der Fugmann ist verrückt, das haben wir schon gesehen. Jetzt machen wir das genau. Jetzt sind wir also in der Situation, dass man also glaubt, hier diese Bilanzsumme reduzieren zu können. Und selbst in guten Zeiten, als wirklich die beste aller Welten war, hat die Fed nicht wirklich die Bilanzsumme deutlich reduzieren können. Und man will also jetzt in Zeiten, wo, naja, die Wirtschaft mindestens stark abkühlt. Rezession ist nur die Frage, wann sie eintritt, dieses Jahr, nächstes Jahr. Jetzt also will die Fed wirklich die Bilanzsumme sehr stark schrumpfen lassen. Nein, es wird niemals wirklich meaningfully sein, also nicht wirklich nachhaltig sein, dass die Fed-Bilanzsumme wirklich schrumpft. Und was noch dazu kommt, schrumpft
schrumpfend sind in der Zeit auch vor allem die Portfolios gewesen der Amerikaner. Wir hatten ja gesehen, dass jetzt mehr Marktkapitalisierung vernichtet worden ist in diesem Abverkauf seit Jahresbeginn als in der Finanzkrise, als im Corona-Crash, rein nominal, also was die Dollars betrifft, die da sozusagen die Assets weniger wert geworden sind. 14 Billionen, das ist fast die Hälfte, also ist etwa die Hälfte des amerikanischen BIPs, sogar ein Ticken mehr. Am schlimmsten Zeitpunkt war das hier der Fall. Und auch das ist im Grunde ein deflationärer Chart, könnte man sagen. Ist praktisch Nachfrage, die hier flöten geht, wenn die Leute das Ganze nicht mehr sozusagen in ihrem Portfolio haben, sich also auf dem Papier weniger reich fühlen, dann geht eben auch die Nachfrage zurück. Und im Grunde sehen wir jetzt ein gigantisches Experiment der Fed und anderer Notenbanken, die jahrelang versucht haben, durch ihre Geldpolitik irgendwie diese deflationären Tendenzen, diese schwache Wirtschaft dadurch zu bekämpfen, dass man Geld gedruckt hat. Jetzt tut man das Gegenteil. Jetzt hat man eine massive Inflation, hat gleichzeitig dennoch trotz allem Gelddruckens einen Wirtschaftsabschwung. Und die Folge ist, dass jahrelang eine Fehlallokation von Kapital der Fall war. Es ist eine Tragik. Aber kommen wir zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen hier den S&P 500 und wir haben jetzt den 5er EMA, Moving Average. Leitender Durchschnitt ist jetzt über den 10er gestiegen. Das heißt, wir bekommen von der Charttechnik so erste kleine Kaufsignale. Was aber hier passieren muss, ist, dass der Leitindex S&P 500 über die Marke von 4050 Punkte kommt. Das wäre das Zentrale, was hier geschehen muss. Das ist eben der Punkt, an dem man zuletzt gescheitert war. Das sind von jetzt an etwa nochmal so 140, 150 Punkte, die da kommen müssten. Erst wenn wir da ein neues, wirklich neues Hoch machen, ein Zwischenhoch, dass wir also nicht immer tiefere Hochs und tiefere Tiefs ausbilden, sondern jetzt mal wieder ein höheres Hoch ausbilden, das dann als erster Baustein für eine nachhaltigere Erholung fungieren könnte. Und das müsste passieren. Beim Nasdaq sehen wir, der hat schon seine, hier in Gestalt des Triple Q, der hat schon seinen Abwärtstrend seit April erstmal gebrochen und ist jetzt an einem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Da wird ein bisschen Widerstand kommen. Also es wird jetzt keine einfache Partie für die Aktienmärkte, aber der ganz große Druck dürfte in den nächsten Tagen nicht der Fall sein. Da kann die Fed sagen, was sie will. Da kommen gute Daten rein, was sie wollen. Wie gesagt, nächsten Mittwoch wird natürlich sehr entscheidend sein, wie da die Inflationsdaten reinkommen. Summer Narrative of H2 Recession, auf praktisch zweite Jahreshälfte Rezession, so schreibt das Bank of America's Hartnett, ist eine Art der Rotation von Inflation Assets, also Commodities, Rohstoffe, hin in Deflation Assets, Tech. Deswegen sehen wir, dass Tech sich derzeit besser entwickelt in der Summe in den letzten Tagen als andere Indizes, weil man eben diesen Rezessionsgedanken spielt. Das ist also zumindest so ein Zwischenmuster wieder in den letzten Jahren, dass man sagt, ja, Tech ist besser als Inflationsassets. Mal sehen, wie lange das so geht, aber derzeit ist es auf jeden Fall in den nächsten Tagen der Fall. Seit Mitte Juni Biotech etwa als, wenn man so will, defensiver Tech-Play 32% plus und Energie 23% minus. Kommen wir zur glorreichen Eurozone, meine Damen und Herren. Hier hat Ignazio Visco, der Chef der Banca d'Italia, der italienischen Notenbank, jetzt gesagt, ja, es könnte sein, dass wir sogar mehr als 25 Basispunkte die Zinsen anheben müssen. Und da sagt ein Italiener, der es ja sonst nicht so mit den Zinsanhebungen hat, wegen der Inflation. Und man sieht, da kommt die EZB auch mental unter Druck. Es gibt in Estland derzeit offenkundig wirklich konkrete Überlegungen, die auch geäußert wurden durch Parlamentarier, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier verlautbart, der mit einer Estin liiert ist, by the way.
dass man hier möglicherweise wieder die estnische Krone einführen könnte, weil man eine Inflation hat in Estland von 22%, allein Wohnen 40%, Nahrung, Dienstleistungen über 30%, weil man sich sagt, die tun nichts gegen diese Inflation, und das zeigt, wie dieser Autoritäts- und Glaubwürdigkeitsverlust der FED richtig reinknallt, der EZB, nicht der FED, die hat auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, aber ein kleineres als die EZB, wie das also richtig reinknallt. Und insgesamt, wenn wir uns mal einfach die Gaspreise anschauen, sehen wir, wie Hannes Zipfel weiter schreibt, hier ein Monat hier in Europa jetzt 133% zugelegt in einem Monat. Wenn man das jetzt mal zum Corona-Crash vergleicht, damals sind die Preise ja geradezu kollabiert, ist das ein Anstieg von sagenhaften 3.386% bei den Gaspreisen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und da ist momentan noch kein Ende in Sicht. Am Montag, ja, der Beginn dieser Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1. Ich hatte heute Morgen ja ein Video dazu gemacht. Wird Putin das Gas abdrehen? Ja oder nein? Meine These war wahrscheinlich nicht. Aus nachvollziehbaren Überlegungen, die Sie in dem Video sich vielleicht nochmal anschauen könnten, falls Sie es nicht ohnehin schon getan haben. Und wir sehen, wie Alexander Schmidt hier sagt, die Folgen einer verfehlten Energiepolitik der letzten Jahre mit einer schleichenden Deindustrialisierung. Viele Unternehmen müssen Deutschland verlassen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zurück zur staatlichen Energiewirtschaft. In Frankreich sehen wir das bereits. Da wurde EDF schon komplett verstaatlicht, jetzt 100% verstaatlicht. Heute hat der Uniper, die deutsche Uniper, Staatshilfe beantragt, Kredite, Eigenkapital. Das kommt also jetzt, das, was ohnehin schon schwante. Und wir haben dann so lustige Dinge, die uns noch wahrscheinlich im Herbst, falls es eng werden sollte mit dem Gas, noch sehr wunderbare politische Kapriolen bringen könnten. So ist zum Beispiel jetzt Kanada unter Druck durch Deutschland. Die haben an Kanada Turbinen geliefert zur Reparatur, die eigentlich Gazprom gehören. Jetzt sagt Deutschland, gebt die bitte Gazprom wieder zurück. Wir sind Deutsche, wir hatten unseren Verträge. Jetzt sagen die Ukrainer, na, macht es auf keinen Fall. Ihr könnt doch den bösen Russen jetzt diese Turbinen nicht wieder zurückgeben. Also das sind Wendungen sicherlich der Fall, die uns dann auch Kapriolen bei den Notenbanken bescheren könnten, wie Luke Groman hier feststellt. Getreidepreise gehen übrigens auch wieder nach oben. Mein sehr geschätzter Dirk Hardenfeld, den wir zuletzt in Boom und Bust hatten, hat ja klar gemacht, dass das schlichtweg auch saisonal war, dass die Preise fallen. In der Ukraine sind die Lager voll. Die Lager müssen geleert werden. Dadurch kommt viel Angebot auf den Markt. Also völlig natürlich, dass die Preise fallen, nachdem gerade auch Getreide und andere eben sehr stark gestiegen waren. Das scheint jetzt eine Trendumkehr zu sein, aufgrund einer ziemlich schlechten Ernte in Europa. Drei Hinweise noch, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. EZB unzufrieden beim Klimastresstest. Die haben heute die Ergebnisse des Klimastresstests festgelegt und sind unzufrieden mit den Banken, gell? Böse, 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 böse. Also das sind ganz schlimme Banken. Jene Banken, also die man selber mit seiner Negativzinspolitik fast schon ruiniert hat, zu Zwergen international degradiert hat, die werden also jetzt ein bisschen gescholten, weil sie nicht so grün und woke sind, wie die EZB das gerne hätte. Großartig, da kein Wort zum Eurocrash, kein Wort zur Inflation in letzter Zeit, dagegen macht man Klimastresstest und schimpft die Banken. Gaspreis 123% in 4 Wochen gestiegen, ein weiterer Artikel, den ich Ihnen empfehlen möchte, Nord Stream vor Abschaltung, ja am Montag. Diese ganze Thematik wird da aufgegriffen und zuletzt noch einer der glorreichen vorgelesenen Artikel von uns zum Ölpreis. Worst-Case-Szenario bei $380, sagt JP Morgan mit einem professionellen Sprecher. Klicken, anschauen, liken, meine Damen und Herren, mein Video teilen, Artikel teilen, alles teilen auf Social Media, wo Sie können. Jetzt sage ich schönes Wochenende, wir sehen uns, Servus und Ciao.